Ja, und wir fangen gleich da an, wo es letztes Mal aufgehört hat, nämlich mit dem Babywolf. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Der muss jetzt mal ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurückkommen. So. Gut, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, wir haben gerade miese, also es geht jetzt ein bisschen hoch. Wo ist denn der Techniker hier? Wurde angefordert. Wo ist denn der? Habe ich nur einen Techniker? Wahrscheinlich. Ja, ein Techniker. Pendelt. Hohe Arbeitsbelastung, Tierpfleger auch hohe Arbeitsbelastung, Energie. Ja, ich kann mir halt auch nicht mehr leisten, ehrlich gesagt. Wir sind ja total knapp bei Kasse. Warte, ich hau mal hier oben jetzt mal die Spendenboxen hin. Weil, ja, ne? Ist wieder in Ordnung? Ja, super. Gut, dann würde ich sagen, 50. $50 haben wir. Oh je, oh je, oh je. Mir kommt gerade. Wir haben ja so ein kleines Wolfsding hier im abgeschlossen, das ist gut, aber Tiere im Handelszentrum. Ja, die verkaufe ich jetzt. Verlegen. Warte, nee, wie kann ich die verkaufen? Freilassen, umsiedeln. Verlegen. Verhüten. Verlegen in die Quarantäne. Objekte insgesamt was? Aber der ist ja jetzt in Handelszentrum. Ich tue den jetzt mal in die Quarantäne. Bildung ist nicht so, Zufriedenheit ist nicht so, Hunger, Durst. Bildung mache ich hier jetzt. Aber ja, ich habe halt kein Geld für die Bildung, ne? Oh Mann, ich hab jetzt schon zwei neue Babys. Natasia. Wohlbefinden ist nicht so gut, ja, auch wegen. Es ist halt langweilig für die. Sprinkler. Oh, neues Futter, ne? Das ist echt komisch, weil ich habe ja ja. Ich habe ja jetzt
Ja, okay, warte, dann mache ich mal so. Sauberkeit ist nicht so toll. Warte, was ist das für einer? Das ist Zoopfleger. Und Zoopfleger machen auch das da sauber, ne? Aber ich habe halt Zoopfleger, ja, ich habe einen Zoopfleger 2, die sind total gut, aber Tierpfleger ist halt komplett. Okay, warte, Tierpfleger. Arbeitsbereich mache ich mal die beiden. Und den da. Gut. Arbeitsbereich Bison. Okay. Gut. Und den da gebe ich den Arbeitsbereich Wolf. Ja, braucht er nicht. Arbeitsbereich Wolf. So. Und dem da gebe ich Arbeitsbereich Bär. Da brauche ich halt hier noch ja. Das ist unpraktisch, aber ja. Bis ich wieder ein bisschen Geld habe. Ich habe die ganze Zeit totale Überforderung hier. So. Zufriedenheit und Bildung der lässt länger und man. Ja. Hä? Wieso habe ich da. Okay. Wahrscheinlich, weil die nicht bezahlt werden oder was? Vielleicht ich würde halt hier oben dann nochmal neue hinbauen. Was machen die da? Nee, der hat jetzt nicht. Warte mal. Warte. Der hat jetzt nicht den Alpha-Wolf wieder hergeholt. Nein! Nein. Nein! Oh Mann. Ja, du bleibst hier, aber die andere. Ich will die verkaufen. So, Tiere. Freilassen. Wie kann ich das verkaufen? Weiß ich nicht. Gut, ja, und jetzt? Also ich bekomme kein Geld rein.
Darlehen. 5000 plus. Okay. Ich könnte Darlehen aufnehmen. Aber das bringt mir jetzt auch nicht viel. Also sofort minus 1000 wieder. Zufriedenheit, die haben Hunger. Der Zoo könnte etwa sehen so aus, als wären sie am Verdursten. Was? Gar nicht wahr. Die sind halt total warte mal. Art. Wolf. Ja, ich hab halt nur einen Sprinkler. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich die dann verkaufen kann. Zoopedia, Tierversand fertig machen. Tier freilassen. Vor allem weiß ich nicht, wie ich hier aus dieser Ding rauskommen soll. 1,00. Ja, $1. Das bezahlt man doch. Vor allen Dingen, weil die sind sauber. So. Gut. Warte, ich brauche mehr Zoopfleger. Ja, noch mehr Geld, was ich rausholen kann oder rausschmeißen kann. Zu wenig Geld, viel Müll, Forschung abgeschlossen. Bison. Du hast 3 Gegenstände für die. Ah, das ist sehr gut. 3 Gegenstände für. Warte, Gehege. Bison. Art. Bison. Aha. Das kostet 100. Okay, ich brauche nur noch. Ja. Oh Mann. Ich habe echt nicht viele Tiere. Also ich habe 3 Gehege jetzt. Aber ja. Wo sind denn die gerade? Die sind da drin. Naja. Ah, der macht gerade den Zaun fertig. Das ist natürlich gut. Es ist aber, ja, nicht ganz so toll. Die spenden nicht so viel. Ist ja klar, weil ich habe ja nicht so viel. Das bringt mir jetzt auch nicht mehr. Tja, was kann ich da machen? Ist fair? Könnte etwas größer sein?
Ja, ich kann halt nicht nichts mehr bauen, weil ich kein Geld mehr habe. Du, 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 du. Ja, was soll ich tun? Vor allem hier ist es halt echt widerlich. Vor allem, wenn der Eingang halt schon so ist, dann... Zufriedenheit. Unzufriedener Kunden. Gesamter Gewinn. Null, null. 100%. Okay. Der Bär hat jetzt auch was, das ist gut. Ja. In 9 Monaten kommt der Inspekteur. Ich habe halt minus 6.000. Das ist halt schon richtig heftig. Die sind halt auch ziemlich... der Techniker ist halt auch voll... voll an der Grenze. Verkäufer, die sind auch ziemlich gut am Schüsseln. Und hier Ärzte, die haben... Ja, die forschen hier gerade. Ja, Gehaltsding zufrieden. Okay, ich mach mal jetzt bei allen maximal 1.000. Kosten ja auch nichts. So. Ja, geht trotzdem noch mega runter. Ich habe halt Ausgaben 21 und habe Einnahmen 14. Wieso habe ich so viele Ausgaben? Warte mal. Kostet etwa solche Sachen wie das da Geld? Nee, kosten nicht. Wieso auch immer. Jährlich kostet der 800. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Ich glaube, wir gehen bankrott. Und der ist jetzt... Nein. Die sind jetzt beide gegangen. Oder... Warte, sind die gegangen? Pendel. Arbeitet.
Warte, ich habe anscheinend. So. Stimmt, ich habe. Wieso habe ich so viele Verkäufer? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. 5 Verkäufer. Und ich habe gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay, ruht sich aus. Ja. Ja. Wie kommt man da jetzt am besten raus? Wie kommt man da jetzt am besten wieder raus aus dieser miesen Ding? Man kann halt Tiere verkaufen. Also das Jungtier zum Beispiel. Ah, wie macht man das? Wie verkauft man das? Also der ist echt gut. Größer ist halt winzig, weil er ist noch klein. Aber ich habe ja hier noch einen Wolf drin. Und ich will die verkaufen. Aber wie mache ich das? So mache ich das, oder? Verschieben, zurück ins Gehege, Schnellhandel. Aber ich will mehr als $66. $66 ist ja nichts. Optionen. Ich meine, die werden alle für 1000, nee, für 200, 400 oder so verkauft. Wieso kann ich die nur für 66 verkaufen? Ein bisschen kacke. Zu wenig Geld, ja, ich weiß. Gesamtgewinn minus 1000. Der kommt in. Okay, minus 1000. Dann muss ich eigentlich. Also, ich muss eigentlich einen. Einen verkaufen. Einen von denen muss ich sellen. Entweder das oder
Warte, ich verschieb mal den nach da. Ah! Es ist sauber. Ja, also. Die Tickets des Altos sind ja teuer. Der Preis für das Ticket ist echt super. Ja, okay. Zufriedenheit und Bildung. Hier liegt überall Müll rum. Wo kommen denn die her? Wo denn? Hier liegt doch kein Müll rum. Wie geht's eigentlich meinen Bärchen? Oh, die schwimmen. Gehege. Pflanzen. Oh. Bepflanzung ist halt viel zu wenig. Ja, sagt es doch gleich. Dann mache ich das, sobald ich wieder Geld habe. Ja. Tja. Ne? Hui. Hä? Wie bin ich jetzt so schnell hergekommen? So. Gut, erstmal was trinken, ne? Ich kann es mir ja noch leisten. So. Ah, je. Oh je, oh je, oh je. Ich würde den Ausblick auf das Bison als... Wieso Ausblick? Man kann alles sehen. Und schon wieder ein Wolf, der am Verdursten wäre. Aber hier gibt's doch überall Wasser. Okay, die sind total froh. Gut, also, wir überziehen schon wieder. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob wir hier nochmal grüne Zahlen schreiben. Aber wir werden es versuchen. Also, ich will es auf jeden Fall versuchen, weil, wenn ich, also das war ja mehr oder weniger sogar ein Start, total ins Blaue, ins Grüne, ins Wasser, keine Ahnung, und dementsprechend, war das schon relativ realistisch. Und, ja. Mal schauen, also ich habe keine Ahnung, ob wir das wieder hinbekommen oder nicht. Vielleicht sind die Einkaufspreise auch zu teuer und wir brauchen weniger, oder wir dürfen nicht so viel einnehmen. Ja komm, mach ich mal bei beiden eins weniger. Er sind deswegen nicht gekommen.
Warte mal, ich hol die mal einfach weg und tue sie zu den Bären rein. Ich meine, nordamerikanisch. 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 Naja, wenn alles nordamerikanisch ist, kann ich es ja hier reintun, ne? Ja, dann nordamerikanisch kommt auch hier rein. Die auch. Die auch. Gehege. Pflanzen. Ja, cool, gut. Dann mache ich mal weiter. Mache ich mal hier einen kleinen Wald rein. Gut, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, mal schauen, ob wir nächstes Mal ob wir nächstes Mal wirklich das Ganze wieder grün bekommen oder ob wir, ja, keine Ahnung, ob wir es aufgeben müssen. Wäre natürlich super, wenn es wenn es weiterhin so steigen würde, aber ja, jetzt sinkt es wieder. Gut, naja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Sie so wa ka tena.